Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video-Interview. Mein heutiger Gast war von 1994 bis 2009 Bundestagsabgeordneter der SPD. Er ist während der Corona-Zeit sehr bekannt geworden, obwohl er auch schon vorher ja im medizinischen, politischen, seine medizinisch-politischen Ansichten immer klar ausgedrückt hat. Und es gibt da eine Doku, die Profiteure der Angst, da ist er auch zu sehen. Und schon damals, während dieser Schweinegrippe, hat er deutlich gemacht, was er von der ganzen Sache hält. Ich freue mich heute sehr auf ein Gespräch mit Dr. Wolfgang Wodak. Guten Tag, Herr Dr. Wodak. Guten Tag, Herr Reinhardt. Ja, Herr Dr. Wodak, dass Sie so politisch aktiv waren, wissen vielleicht gar nicht so viele. Sie werden in Verbindung gebracht mit der Kritik an der Corona-Zeit, an den Corona-Maßnahmen. Und wir haben hier auf dem Kanal schon unzählige Videos darüber gemacht, zuletzt drei Videos mit Professor Sucharit Bhakti. Und mich interessiert heute vielmehr Ihre Einstellung zum politischen System, in dem wir leben. Ich hatte es schon erwähnt, Sie waren in der SPD, Sie sind 2021 dann dort ausgetreten und sind jetzt Mitglied der Basis. Liebe Zuschauer, wenn Sie einmal Max Otte, Volker Hellmeier, Markus Krall oder andere Top-Referenten live auf der Bühne erleben wollen, dann besuchen Sie unseren Kapitaltag 2024. Er findet dieses Jahr am 25. Oktober im Großraum München statt. Ich werde auch dort anwesend sein und einige Interviews mit den Referenten führen. Für mich sind bei solchen Veranstaltungen die Pausen immer auch ganz wichtig, denn dort hat man immer ein bisschen Zeit zu plaudern und kann sich kennenlernen. Ja, es erwarten Sie viele Vorträge. Wie steht es um die drohende Bargeldabschaffung? Wie steht es um die Entwicklung der digitalen Zentralbankwährung? Droht uns noch ein großer Krieg angesichts der weltweiten Krisen? Steht uns ein großer Börsencrash bevor? All das und viel mehr erwartet Sie am Kapitaltag 2024. Sie sind herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf Sie. Alle Infos finden Sie im Kommentarbereich und auch in der Videobeschreibung unter kapitaltag.de. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Können Sie mal ein bisschen erzählen von dieser doch recht langen Zeit im Bundestag und wie Sie da reingekommen sind und wie Sie Ihre Zeit bei der SPD erlebt haben? Ja, in die Politik bin ich eigentlich, ich bin Gewerkschafter, ziemlich früh, ich bin über 50 Jahre bei Verdi gewesen. Also als ich im Anfang im Krankenhaus zu arbeiten, bin ich gleich da eingetreten und war auch Personalvertreter in einer großen Hamburger Klinik über längere Zeit und war da sehr aktiv, habe da sehr viel Ärger mit meinem Chefarzt gehabt, der mein Chef war, und habe aber immer so mich eingesetzt für soziale Dinge. Das war für mich immer so, war wichtig. Irgendwie habe ich das gelernt. Und dann bin ich in ein Dorf gezogen, in Schleswig-Holstein, im Norden Schleswig-Holsteins. Und da habe ich dann mein erstes Haus gehabt, mein erstes Nest, und habe dort, in dem Dorf wurde ich dann irgendwann gefragt, sag mal, du bist doch Arzt. Und ich sag, man kann, willst du nicht bei uns im Gemeinderat mitarbeiten? Da haben die Bauern dann gesagt, ne? Und die waren ja alle ganz nett, ich kannte die dann auch. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt noch nicht, aber nächstes Mal wollen wir sehen, wenn ich euch besser kenne. Und dann haben die wieder gefragt, und dann bin ich, den hatten die eine Einheitsliste. Und da war nichts mit Parteien. Und die hatten mich ausgeguckt, haben gedacht, die brauchen noch einen, der da mitdiskutiert. Und dann bin ich da auch gewählt worden, war ich dann Gemeinderat. Und dann eines Tages war der Bundestagswahl. Da saßen wir im Feuerwehrgerätehaus und haben die Stimmen gezählt. Und dann war 18 Uhr und dann kamen die ersten Hochrechnungen. Und plötzlich sprangen die Bauern alle auf und hauten mir auf die Schulter und sagten, Wolfgang, wir haben gewonnen. Und da hatte Kohl wieder gewonnen. Und da war ich etwas, weil ich doch, politisch war ich ja nicht doof und hatte in Hamburg ja vorher schon ein bisschen gemerkt, was da alles so läuft. Die Hamburger SPD fand ich übrigens immer fürchterlich. Und dann mit der CDU, da kam ich überhaupt nicht klar damals als 68er. Und dann dachte ich, Mensch, was machst du denn? Die sind alle in der CDU, das geht doch nicht. Und hab dann überlegt, wo, das wartet mal ab. Ich nächstes Mal dann meine eigene Fraktion auf, habe ich ihnen schon gedroht. Aber ich wusste, dann gehe ich zu den Grünen. Und da war ja vieles in Ordnung mit den Themen, Umweltschutz und so, fand ich auch gut. Aber dann, die waren mir eben immer so
Ja, das war mir zu einseitig. Ich war mir fürs Soziale, ich war mir für soziale, ja, Gerechtigkeit und als Arzt eben auch für ganz andere Dinge, weil hatte ich mich interessiert. Und da war die gute Gelegenheit, in Schleswig-Holstein gab es Björn Engholm. Und er hatte keine Angst vor guten Leuten. Er hatte wirklich eine Regierung zusammengestellt mit lauter guten Leuten. Da kannte ich die Günter Jansen und den Umwelt, den Professor Heidemann, den Umweltminister. Und mit denen hatte ich auch als Amtsarzt immer Kontakt. Die fand ich sehr aufrichtig. Die fand ich gut. Und deshalb habe ich mich damals entschieden, okay, jetzt machst du hier einen Ortsverein auf in deinem Dorf für die SPD. Und dann waren wir 7 Leute und sind dann in den Gemeinderat gekommen und dachte, bei der nächsten Wahl hatten wir die Bürgermeisterin. Also das war ein super Erfolg. Da war ich Amtsarzt und dann wurde ich gefragt in Flensburg von einem Metaller, von einem Gewerkschafter, von der IG Metall. Und der sagte, du sag mal, du bist doch in der SPD, ich darf doch du sagen, nicht? Und der fragte mich so ganz einfach, ob ich nicht kandidieren wollte. Sie hätten dann Kandidaten, der wurde die zweimal schon nicht gewählt und sie brauchten irgendeinen neuen und mich kennt man doch und wo ich. Und dann habe ich lange überlegt, hatte gerade Ärger mit meinem Chef, mit dem Bürgermeister und dann habe ich gedacht, okay, machst du mal was Neues. Nach 13 Jahren Amtsarzt kannst du mal was Neues machen. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Und dann bin ich durch die Ortsvereine gezogen, 70 Ortsvereine im Wahlkreis und habe den ganzen Wahlkreis kennengelernt und habe mit ganz vielen Bürgermeistern und Gemeinderäten und mit tollen Leuten, das war so schön. Da habe ich mich richtig so, habe ich praktisch schon so meine Basis kennengelernt. Erstmal habe ich die Dörfer kennengelernt und Sachen kennengelernt, die ich sonst nie kennengelernt habe. Das war für mich ein tolles Erlebnis. Ja, und dann wurde ich gewählt und war ich im Bundestag. Und dann habe ich gemerkt, oh, das, was da gemacht wird, hat mit dem, was ich mir vorstellte, also mit inhaltlichen Dingen, die mir wichtig waren, hatte das wenig zu tun. Da ging es immer nur um Macht. Und wenn man irgendwas machte, was die Macht, was eventuell nicht so sehr was außergewöhnlich war oder was noch keiner gemacht hat, dann wollte das keiner wissen. Und da habe ich also von Anfang an viel Ärger gehabt. Können Sie mal ein Beispiel nennen, ein ganz konkretes Beispiel dafür? Ja, wir haben ja der Otto Schilly und die Hertha Deutschalin, die beiden, die kamen mal zu mir und sagten, du Wolfgang, du bist doch Arzt. Sag mal, wir wollen da das Transplantationsgesetz neu machen. Und wir denken, da muss man sehr, sehr sorgfältig mit umgehen. Das ist ja ein sehr kritisches Thema. Willst du das nicht machen für uns? Und dann haben wir eine Arbeitsgruppe gemacht und dieses Gesetz wurde gemacht ohne Fraktionen. Das wurde freigegeben. Genau wie schon vorher die Abtreibungsdebatte, die war ja auch überfraktionell. Da konnten sich Abgeordnete aus allen Fraktionen finden und das Thema ohne Fraktionszwang und ohne, dass die Fraktion sich einmischte, diskutieren und abstimmen. Und so war es beim Transplantationsgesetz auch. Und da hatte ich eben eine sehr konservative Lösung. Ich hatte die Lösung, dass man nur selber zu Lebzeiten das entscheiden darf und nicht die Familie damit belastet werden soll. Und ich hatte auch als zweites, dass der Hirntod, den man ja diagnostizieren kann, wenn das Hirn abstirbt, dass das nicht gleichgesetzt werden darf mit dem Tod des ganzen Menschen. Denn das Herz schlägt ja noch. Die Leute liegen auf der Intensivstation. Ich wollte eine ehrliche Lösung. Und war der Überzeugung, wenn wir eine ehrliche Lösung haben, dass es dann immer noch Leute gibt, die sagen, ja, wenn mein Gehirn abgestorben ist, auch wenn das Herz noch schlägt, dann dürft ihr den Rest für andere Leute verwenden. Aber das muss man selber zu Lebzeiten entscheiden. Bin damit nicht durchgekommen. Die haben dann so einen halben Kompromiss gemacht, dass die Familie dann gefragt wird und haben den Hirntod als den Tod des Menschen dann doch definiert. Und da habe ich sehr, sehr, ja, tiefgreifende Erfahrungen gemacht, auch was die ganze Szene der Pharmaindustrie angeht. Da waren natürlich die großen Firmen, die dann die Immuntherapeutika verkaufen, die man braucht, wenn man ein Organ eingepflanzt kriegt, dann wird das ja abgestoßen normalerweise. Da muss man also immer Medikamente nehmen, damit das nicht abgestoßen wird. Und diese Firmen, die waren als Lobbyisten in dieser ganzen Diskussion immer, haben die Veranstaltungen gemacht, die waren immer erkennbar für mich. Und da habe ich gesehen, dass diese bioethischen Themen eigentlich ein Thema sind, wo es brennt in Deutschland. Und habe dann nachher mit anderen Abgeordneten, die ich auch aus der Transplantationsdebatte kannte, habe ich dann das Bündnis für Menschenwürde gegründet. Das war ein überfraktionelles Bündnis im Deutschen Bundestag noch in Bonn. Und wir haben eine große Veranstaltung gemacht im Wasserwerk. Das Wasserwerk war überfüllt. Da waren die Kirchen waren da, die Lebenshilfe, die ganzen NGOs, viele von den Universitätsstädten waren da. Und wir haben
Wir haben gefordert, dass wir Gesetze machen, dass der Bundestag Gesetze macht, die verhindern, dass es zu einer unmenschlichen Medizin kommt. Wir wollten über Ethik diskutieren. Wir wollten Regeln machen, die die Menschenwürde nicht antasten. Und das war unser Ziel. Und das hat, dann wurde Schröder gewählt als Kanzler mit den Grünen zusammen. Die Grünen wollten das auch damals, aber Schröder wollte das nicht. Der sagte, das ist ja, das behindert unsere Wirtschaft. Und da habe ich mit Schröder einen Streit gekriegt. Und dann habe ich aber trotzdem einen Antrag gestellt, dass wir so eine Enquete-Kommission kriegen sollen. Dann hat Schröder die SPD-Fraktion beeinflusst, hat gesagt, stimmt ihm nicht zu. Dann hat die SPD-Fraktion mit 2/3 Stimmen, hat diesen meinen Antrag abgelehnt. Und dann gab es aber ein Riesenecho in den Medien, weshalb die SPD verschließt sich diesem wichtigen Thema, und das war in Medien, hat mir das vorbereitet, dass es dann einen Shitstorm gibt, dann auf Schröder und auf die SPD. Und dann wurde das Ganze nach ungefähr 6 bis 8 Wochen, wurde das nochmal in der Fraktion abgestimmt mit und einstimmig angenommen. Inzwischen hatte Schröder aber dann als Gegenmaßnahme den Nationalen Ethikrat sich ausgedacht, sodass wir in Deutschland dann zwei Gremien hatten, was den Kanzler beriet, und eins, was den Bundestag berät. Und das hat dann sehr viel Streit gegeben um Stammzellen oder um was bei der aktiven Sterbehilfe gab es ja auch Anträge. Oder bei der pränatalen Diagnostik und bei vielen bioethischen Themen. Biopatente war ein wichtiges Thema, keine Patente auf Leben. Da habe ich sehr lange für gekämpft. Das sind alles Themen, die sind den Bach runtergegangen. Wir sind jetzt alle möglich. Man darf mit Menschen ganz viel machen. Man darf sie gentechnisch verändern, haben wir erlebt. 80% der Bevölkerung in Deutschland sind inzwischen gentechnisch verändert. Durch diese Spritzen. Ja. Obwohl sie es nicht gemerkt haben, wurde Impfung genannt. Aber Ja. das ist so, diese Diskussion war praktisch ein wesentlicher Inhalt meiner politischen Arbeit. Und dann der Europarat eben. Da ging es um Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. Diese drei Hauptsäulen sind das, was der Europarat in Straßburg behandelt. Da war ich 10 Jahre lang, habe ganz viele Anträge gemacht, ganz viele Themen da auch gesetzt. Und da habe ich damals auch dann diese falsche Pandemie, die Schweinegrippe, habe dann einen Untersuchungsausschuss initiiert, den ich dann auch begleitet habe, wo wir festgestellt haben, dass da Korruption in der WHO eine große Rolle gespielt hat. Und das sind also Dinge, da habe ich politisch viel lernen können. Und dann habe ich ja 10 Jahre lang bei Transparency, und hat mich ja gefragt, ob ich dann da nicht weiterarbeiten wollte. Und habe dann die Arbeitsgruppe Gesundheit geleitet, war Vorstand von Transparency International und habe da die Korruption im Gesundheitswesen, also in allen Facetten, genau studieren können. Übrigens mit der ehemaligen Frau von Herrn Lauterbach gemeinsam, so Schwelsbech, haben wir dann gearbeitet. Ja. Sie sind jetzt in einer Partei, die zu den seltenen Parteien in Deutschland gehört, die sich selber abschaffen wollen. Also eine Partei, die Basis sagt ja, wir brauchen keine Parteien in den Parlamenten. Ja, wie ist da Ihre Meinung zu? Brauchen wir Parteien in Deutschland oder ginge das auch irgendwie anders? Die Parteien sind eine Erfindung, um die Demokratie handelbar zu machen für diejenigen, die eigentlich gar keine Demokratie wollen. Das heißt, Leute, die Macht anstreben und die ihre Interessen national oder international durchsetzen wollen, die schaffen sich diese Parteienlandschaft, weil sie besser beeinflussen können. Und Parteien sind nichts, was von unten entsteht. Klar, Leute tun sich zusammen und setzen sich für Dinge ein. Aber wenn man sich für ein Projekt einsetzt, dann kann man beim nächsten Projekt schon plötzlich ganz andere Menschen treffen, mit denen man was gemeinsam macht. Das heißt, themenbezogene Aktivität, die führt dazu, dass Menschen sich mal so zusammensetzen, mal so zusammensetzen. Während wenn man eine Partei hat, dann wird da immer alles auf eine Parteilinie gebracht. Und da wird mit Mehrheit schon, dann wird man dann plötzlich bei bestimmten Themen ist man plötzlich außen vor, wenn da die Mehrheit schon verhindert hat, dass man sich anders äußert als die Parteispitze zum Beispiel oder die Mehrheit der Partei. Also die Parteien sind etwas, was nicht nötig ist. Und ich wünsche mir, dass man in Deutschland nur noch Direktkandidaten hat. Das würde erstens das Parlament verkleinern, was ja dringend notwendig ist.
und würde auch die Möglichkeit schaffen, dass diese Repräsentanten dann, dass sie direkt gewählt werden, dass sie nicht von irgendjemand beeinflusst werden können, dass es keine Listen gibt. Diese Listen, Parteilisten, das ist eine Schule für Arschkriecher. Das ist einfach fürchterlich, was ich da erlebt habe. Wer da nach oben steigt, das sind die Leute, die stromlinienförmig das tun, was die Parteispitze gerne möchte. Und die Parteispitze kann man kaufen. Da werden Parteispenden gemacht und da wird dann mit Geld gearbeitet und da kommen große Interessenten. Man braucht ja nur mal auf die großen Parteitage zu gehen und sehen, wer die sponsert. Und dann weiß man schon, was da alles läuft. Man braucht nur mal zu gucken, die Anschlussverwertung der Parteifunktionäre. Und was, wo die denn nachher landen, in Krankenkassen oder in großen Unternehmen. Ob das bei den Stromerzeugern ist oder ob das in der Lebensmittelindustrie ist. Überall sitzen ehemalige Minister, überall sitzen Leute, die sich damals schon dann für diese Industrien eingesetzt haben. Das ist systematische Korruption, die möglich wird mit Hilfe der Parteien. Wie wollen Sie Und denn ich die finde, Korruption verhindern, wenn das System geändert wird? Das heißt, nur noch direkte Mandate sitzen im Bundestag. Aber auch die kann man doch in irgendeiner Weise ja, ja, deshalb, beeinflussen und auch schmieren. da kommt das, da kommt die, das Lobbyproblem kommt da in die Diskussion. Das heißt, die Lobby, das heißt die Interessenvertretung, die inzwischen eine Industrie ist. Das heißt, das sind teure Fachleute, die man kaufen kann, wenn man Geld hat. Aber in einer Demokratie sollen ja alle Interessen zu Worte kommen und nicht nur diejenigen, die sich eine teure Lobby leisten können. Das heißt, wir haben ja mehr Lobbyisten und wenn man sich anguckt, die vielen Büros, die um Parlamente herum sind, in Brüssel und in Berlin, dann kann man Angst kriegen. Und die Gesetze werden geschrieben von großen Rechtsanwaltsbüros, die kann man in Auftrag geben, so wie man sie haben möchte. Und dann, die haben, wenn man sieht, die Lobby hat, die wirbt damit. Wir haben beste Kontakte in den Medien, wir setzen ihre Ideen durch, kommen sie zu uns. Und wenn man Geld hat, dann wird dieser ganze Apparat, kann man ihn kaufen. Und dann hört man in den Medien eben das, was die Leute hören sollen. Und die Gesetze werden so geschrieben, raffiniert geschrieben, ohne dass man dann häufig merkt, was da eigentlich damit erreicht werden soll. Da ist sehr viel Know-how dahinter und die Menschen, die eigentlich dort, für die diese Gesetze gemacht werden, die werden nicht einbezogen. Die wissen häufig gar nicht, was mit ihnen gemacht wird. Dass ich möchte, dass wir schon Interessenvertretung haben. Demokratie ist ja Interessenabgleich. Das heißt, da müssen unterschiedliche Interessen, muss man irgendwie Kompromisse entwickeln, dass es Regeln gibt, an die wir uns dann alle halten müssen. Und dafür braucht man immer Kompromisse. Aber das muss transparent geschehen. Und deshalb darf meiner Meinung nach Lobbyismus nur in den Wahlkreisen stattfinden, nicht im Parlament. Das heißt, Lobbyisten können in den Wahlkreis kommen, dort, wo der Volksvertreter sitzt, mit seinen Leuten, die ihn gewählt haben. Und der lädt vorher ein und sagt, da kommt jetzt ein Lobbyist. Der will uns erzählen, was ich machen soll. Und ihr sollt dabei sein und wir wollen ihm Fragen stellen. Wir wollen mit ihm diskutieren. Mal sehen, ob das wichtig ist, was der da uns andrehen will. Und dann kann es da Lobbyveranstaltungen geben, im Angesicht der Wählerschaft mit dem jeweiligen Abgeordneten. Und der muss sich dann verantworten, wie er sich dann bei Abstimmungen zu dem Thema verhält. Das ist eine transparente Geschichte. Da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass da Einfluss genommen wird, dass da Stimmen gekauft werden, dass da irgendwie gemauschelt wird. Aber da muss es dann die Möglichkeit geben, dass man Volksvertreter, denen man nicht mehr traut, dass man mit einem gewissen Quorum, sagen wir 10% der Wahlberechtigten, sagen kann, jetzt wollen wir Neuwahlen, dem trauen wir nicht mehr. Und das heißt, das würde bedeuten, dass man die Volksvertreter jederzeit austauschen kann. Und auch dadurch, dass man ja keine Parteien dann mehr hat, sondern dass in den etwa 300, 400 Wahlkreisen, die wir dann haben würden, sagen wir mal 400 Wahlkreise, da würde es dann 400 Diskussionen geben bei der Kandidatensuche. Und 400 Leute sitzen dann für ihren Wahlkreis jeweils im Parlament. Da würde die Wahlkreise würden ihre Vertreter jeweils abwählen können, würden neue wählen können. Wir brauchten keine synchronen Bundestagswahlen mehr. Nicht? Heute ist Bundestagswahl, das wäre Quatsch, das wäre weg. Der Bundestag ist ein Gremium, wo die Volksvertreter sitzen, die jederzeit abgewählt werden können.
Und wie lange die denn da sind und wie, ob man denen traut oder nicht, das kann der Wahlkreis selbst entscheiden. Da kann er sagen, ja, der ist so gut, wir trauen dem weiterhin, machen wir weiter. Oder sagen, jetzt kapierst du wohl nicht mehr, was läuft, jetzt brauchen wir mal einen neuen. Das kann da jeder Wahlkreis selbst entscheiden. Da können sich neue bewerben. Nicht, da kann man ja, das kann man regeln auf eine völlig andere Weise. Aber es ist der Wahlkreis, der jemanden entsendet in der Demokratie. Die Macht geht vom Volke aus, kommt von unten. Und dann wird der da das Vertrauen anvertraut bekommen hat, der wird beobachtet, der muss Rechenschaft ablegen, der muss erzählen, weshalb er so abgestimmt hat. Der braucht natürlich ein gutes Büro. Der muss ja seinen Wählern jederzeit sprachfähig gegenüber sein. Der braucht einen Versammlungsraum, der braucht Leute, die er einstellen kann, die ihm helfen bei der Arbeit. Also das ist schon, das kann eine lebendige Demokratie daraus werden. Aber Parteien, da gibt es keine Funktion für, die sinnvoll ist. Also deshalb, ich bin noch so lange in der Basis, solange die dafür kämpfen, dass Parteien abgeschafft werden. Wenn ich merke, die wollen auch nur eine Partei, dann gehe ich da raus. Was halten Sie denn von der direkten Demokratie, so wie sie in der Schweiz stattfindet? Sollten tatsächlich die Bürger, die Menschen bei wichtigen Gesetzen ihre Zustimmung geben können? Und da, Ja, das es hört ist. sich ja im ersten Moment immer super an, dass man da mitbestimmen kann als Bürger. Andererseits habe ich die Sorge, dass dann die Macht der Presse unheimlich gesteigert wird, weil die Presse natürlich einen unheimlichen Einfluss auf die Entscheidung der Menschen hat. Genau, ich sehe das auch so. Es gibt Dinge, die können wir selber ohne Medien beurteilen. Da können wir selber hingehen und nachgucken. Das sind Dinge, die in unserem Wirkungskreis, in unserem Kommunikationskreis möglich sind, ohne dass wir Medien brauchen. Wir haben jetzt eine Medienlandschaft, die man kaufen kann oder die die Politik beeinflussen kann, die also beeinflussbar ist und die instrumentalisiert werden kann, die nicht unabhängig ist, wo die Journalisten sich nicht mehr so streiten, wie es eigentlich notwendig wäre, wo man jetzt verschiedene Meinungen hört und die praktisch nur die Meinungen widerspiegeln, die in der Bevölkerung sind, sodass sie praktisch uns mitteilen, was man alles so denken könnte, welche Meinung man haben könnte, dass wir uns dann selber eine Meinung machen können. Das wäre eigentlich die Funktion des Journalismus. Möglichst viele Argumente sammeln und uns informieren, damit wir entscheidungsrelevante Informationen haben und selber dann auch mitentscheiden können. Und das ist jetzt eine Frage der Größe. Wenn das etwas ist, was für ganz Europa gilt, ist das nicht möglich. Ich denke, da müssen wir einfach uns eingestehen, dass das Ding zu groß ist, als dass wir da demokratische Entscheidungen zustande kriegen. Da müssen wir damit leben, dass das in Europa unterschiedlich geregelt wird. Das macht doch nichts. Wir können Dinge unterschiedlich regeln und wir müssen uns dann einigen, wenn es da Konflikte zwischen den einzelnen Regionen gibt, wie wir an der Grenze da miteinander umgehen und das muss dann verhandelt werden. Aber da können Unterschiede sind da möglich. Und die führen auch dazu, dass sich was entwickelt, dass da einer was macht, was andere nicht machen und dass die anderen das abgucken und das ist positiv. Das ist eine Art demokratischer Wettbewerb, der dadurch entstehen kann. Aber es gibt Entscheidungen, zum Beispiel, wenn ich jetzt an die Bundesebene denke, da gibt es schon Dinge, die sollten bundesweit ja so sein, dass man von einem Land ins andere ziehen kann, ohne dass die Welt dann zusammenbricht, dass man also Regelungen, Übergangsregelungen findet, dass die Freizügigkeit zum Beispiel nicht dazu führt, dass Existenzen dann auch zerbrechen an dieser Unterschiedlichkeit. Also, und da muss man sich dann einigen. Aber das Ganze ist eine Frage der Subsidiarität. Was kann vor Ort selbst gemacht werden und auch unterschiedlich? Was muss auf welcher Ebene einheitlich gemacht werden, damit wir es nicht unnötig uns schwer machen? Aber ich denke, dieses Subsidiaritätsprinzip ist. Das müssen wir ganz konkret an den einzelnen Problemen, die auftauchen, müssen wir das diskutieren. Was ist mit der Sicherheit, mit der Polizei? Brauchen wir eine Landespolizei? Reicht es, wenn wir kommunale Schutzleute haben? Wie müssen die zusammenarbeiten, wenn es sich um organisierte Kriminalität handelt, wenn die jetzt bundesweit versuchen, uns auszutricksen? Das sind Sachen. Das muss nicht automatisch dazu führen, dass es eine Bundespolizei gibt, wo dann irgendeiner kommandiert, den wir gar nicht kennen und wo wir gar nicht sagen können, halt, was eure Polizei da macht, das wollen wir aber nicht. Also, der Feedback muss immer möglich sein.
Wenn man was entscheidet, muss man rechtzeitig erkennen können, wenn da was falsch läuft, und muss auch Einfluss nehmen können und sagen, halt, das steigen wir wieder aus, das machen wir nicht mit, das wollen wir nicht. Andere Dinge sind viel wichtiger und die gehen kaputt. Also die Subsidiaritätsdiskussion, die ist bei uns unterentwickelt und die meisten Leute wissen noch nicht mal, was Subsidiarität ist. Das heißt, dass man das Prinzip, dass man die Leute da, wo ihre Schwierigkeiten kriegen, wo Schwierigkeiten auftreten in Gemeinschaften, dass man erstmal sagt, das löst man selbst. Und dass man dann Hilfe zur Selbsthilfe macht, wenn die um Hilfe rufen, dass man sagt, wenn die sagen, ich schaffe es nicht, dann kommt die nächste Ebene und versucht, mit denen gemeinsam eine Lösung zu finden. Das ist Subsidiarität. Aber alle Dinge, die man vor Ort lösen kann, die sollte man vor Ort lösen. Und die Diskussion, was kann man vor Ort lösen und wie, welche Möglichkeiten gibt es, die wird bei uns nicht gepflegt. Bei uns werden immer mehr Monopole entwickelt. Geht immer mehr jetzt. Erst wurde es, Bismarck hat zum Beispiel die ganzen gesundheitlichen Hilfesysteme, hat er im Deutschen Reich damals vereinigt, hat er vereinheitlicht, Reichsversicherungsordnung, tralala. Und vorher waren das lauter Arbeitervereine, die sich gegenseitig geholfen haben. Und dann gab es nachher, da gibt es die WHO, als die wurde dann gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg, und dann, die wollte das dann gleich global regeln mit dem Gesundheitsschutz. Und was dabei rauskommt, sehen wir ja jetzt. Wenn man die WHO kauft, hat man gleich, da kann man auf der ganzen Welt bestimmen, welche Arzneimittel überall gekauft werden müssen. Also das ist eine Sache, die ist gefährlich, kann leicht missbraucht werden, ist unnötig. Wir brauchen keine globale Einrichtung für Gesundheit. Brauchen wir nicht. Wir brauchen einen Austausch. Wir brauchen eine Forschung, die offen ist, wo man voneinander lernt, wo man sich gegenseitig kritisieren kann. Und das kann ruhig auf der ganzen Welt stattfinden. Aber wir brauchen keine globalen Strukturen, die uns sagen können, dass es überall gleich gemacht werden muss. Das ist nicht nötig. Vielleicht kann man das Ganze ja auch ganzheitlich betrachten und diese ganzen negativen Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren, gerade in den letzten 4 Jahren, auf massive Art und Weise gesehen haben, führen vielleicht dazu, dass Ihre Vision wahr werden könnte. Weil wenn wir das nicht hätten, diese schlimmen Probleme und ja, diese Sachen, die an die Öffentlichkeit gekommen sind, die zutage getreten sind in der Politik, dann wäre auch keine Chance, da irgendwas zu verändern. Und könnte es so sein, dass es vielleicht so sein muss, damit es so kommt, wie Sie es gerne hätten? Ja, dass man durch die Krise die Chance kriegt, Dinge neu zu machen, jetzt praktisch. Ich glaube, das sehe ich auch so positiv. Eine Krise musste kommen bei dem, was wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Das ging so nicht weiter. Denn wir haben bei Transparency haben wir davon gesprochen, von Korruption. Und Korruption, das war die Definition. Korruption ist der Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Vorteil oder Nutzen. Und privater Vorteil, das ist nicht nur einzelne Leute, das ist auch eine Aktiengesellschaft, die stark ist und die private Interessen vertritt. Oder BlackRock oder weiß nicht wer. Investorengemeinschaften. Die sind natürlich sehr, sehr stark. Und wenn man denen was antraut, wenn man zum Beispiel einem großen Unternehmen die Pflege alter Menschen anvertraut, dann sind da zwar lauter Profis, aber eigentlich sind die mehr den Aktionären verpflichtet als der Kommune. Und die müssen erstmal Geld verdienen. Und wenn die kein Geld verdienen, werden sie rausgeschmissen. Und dann kommt all das Elend, kommt dann, dass dann praktisch das, wofür eigentlich die Pflege da ist, dass das langsam in Vergessenheit gerät. Dass das zu einer wirtschaftlichen Geschichte wird. Und das haben wir im Gesundheitssystem, ist das so offensichtlich, die Anreize, die gesetzt werden, der Ärzteschaft gesetzt werden, wofür man als Arzt bezahlt wird. Ein Arzt, dem geht es doch gut, je mehr Kranke er hat. Und das ist nicht richtig, das ist nicht in Ordnung. Und solche Ja. Leute wie Lauterbach, die dann die DRGs befürworten oder die den Konkurrenzkampf der Krankenkassen perfektionieren durch den mobilitätsorientierten Risikostrukturausgleich, der nichts weiter ist als ein Vorwand, unsere Gesundheitsdaten einzusammeln. Also da ist ein gewaltiges wirtschaftliches Interesse dahinter, was so tut, als meint es man doch gut mit uns und wir wollen das doch alles prima machen. Und dann wird das passiert und wir sind praktisch nur noch die über unsere Steuern und Beiträge, die ja dauernd erhöht werden, nicht? Die kann man dann an der Beitragsschraube kann man dann drehen. Und bis das Volk unruhig wird, aber noch wird es ja nicht unruhig. Und ein Großteil aus der Lohntüte wandert dann direkt in diese Konzerne, in diese Investorenhände unter Vermittlung unserer Krankenkassen mit gehorsam, aber in diesem System weiterarbeitenden Ärzten, die auch unsere Gesundheitsdaten an die Firma Arvato abliefern, Bertelsmann-Tochter.
wo sie dann ja, zum Nutzen der Forschung auch verarbeitet werden sollen. Aber das, was da gemacht wird, ist Marktforschung, keine Medizin. Ja. Ja, Herr Dr. Wodak, das war ein sehr spannendes Gespräch, wie ich fand. Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Ja, vielen Dank auch für die Neugier, für das Interesse. Danke. Dankeschön. Liebe Zuschauer, Ihnen auch ganz herzlichen Dank. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Lassen Sie ein Like da. Aktivieren Sie die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Und ganz wichtig, bitte abonnieren Sie auch unser Politik-Spezial-Magazin. Damit können Sie unsere Arbeit hier unterstützen. Ich bedanke mich ganz herzlich und sage bis bald. Der Druck, über den wir hier die ganze Zeit gesprochen haben und die Krise, die vielleicht jetzt wieder auf uns zukommt, die muss stark genug werden, um die Elite so durchzuschütteln, dass es wirklich eine Chance für einen Neuanfang gibt. Die Chefin einer Regierungspartei hat keine Ahnung, wie hoch die Durchschnittsrente ist. Weil ihr das scheißegal ist. Wissen Sie etwas über die Kanzlerakte? Wir wissen ja jetzt auch, dass das Innenministerium Frau Faeser schon sehr kritisch auf die AfD schaut. Die Schulden müssen zurückgezahlt werden. Das Geld ist ja aufgenommen worden durch Schuldverschreibungen und was auch immer. Und dann wissen Sie eigentlich, wie die Interessen sind. Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen bei Politik Spezial.